Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und einen wunderschönen Sonntag für dich. So, erstmal vielen Dank für das liebe Feedback von letzter Woche. Ich habe dir letzte Woche schon einen Podcast aufgenommen, wo ich darüber spreche, wieso Diäten nicht funktionieren auf der körperlichen Ebene. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass die Gründe dafür auf mehreren Ebenen stattfinden. Ich habe letzte Woche mit dir wirklich besprochen, warum das Ganze auf der körperlichen Ebene nicht funktionieren kann. Aber es gibt halt auch noch die emotionale Ebene und auch die neurologische Ebene. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum Diäten nicht funktionieren können auf der neurologischen Ebene, was unsere Willensstärke betrifft. Und du wirst nach dieser Folge verstehen, warum es auch noch absolut kontraproduktiv ist, eine Diät zu machen. Ich habe dir beim letzten Mal ja nochmal ausführlich erklärt, warum du immer und immer tiefer in einen Kreislauf reinkommst, wenn du eine Diät machst auf der körperlichen Ebene. Und du wirst heute verstehen, dass es halt auf auch dieser neurologischen Ebene sehr, sehr kontraproduktiv ist, beziehungsweise du immer weiter in einen Kreislauf reinfällst, wo du einfach gar nicht rauskommen kannst, wenn du nicht beginnst, einen anderen Weg zu gehen. Ja, auch an dieser Stelle nochmal, falls du die letzte Folge nicht gehört hast, hör sie dir bitte nochmal an, weil das ist absolut ausschlaggebend, dass du das verstehst, damit du dir wirklich verinnerlichst, dass dieser Weg über die Diäten halt absolut ein falscher ist und dass wir einfach neue Ansätze brauchen. Also, wie gerade schon besprochen, ich möchte heute mit dir über das Thema Willensstärke sprechen. Ich weiß, dass also es ist ja absolut komplett normal leider heute, dass wir die ganze Zeit über irgendwelche Diäten oder Ernährungsrichtlinien oder Pläne oder sonst was durchziehen und versuchen, das mit Disziplin durchzuziehen. Und natürlich habe auch ich das gemacht. Das heißt, ich habe immer versucht, irgendwelche Pläne, Diäten und so weiter zu machen und ganz, ganz viel Disziplin und Willensstärke jeden Tag aufzubringen. Und das kennst du wahrscheinlich auch. Irgendwann ist man an einem Punkt, da bricht man halt einfach zusammen, weil man diese Willensstärke nicht mehr aufrechterhalten kann. Und ja, dann scheitern wir in unseren Augen. Das heißt, wir werden schwach. Ja, wir können diese Willensstärke nicht mehr aufrechterhalten und das Ganze äußert sich dann entweder darin, dass wir einen Fressanfall haben, dass wir extrem viel Heißhunger haben und dem irgendwann nicht mehr widerstehen können oder aber halt auch die Diät komplett abbrechen und dann natürlich auch an uns zweifeln. Also wahrscheinlich kennst du das auch, dass man danach extreme Schuldgefühle hat und ich habe mir selber die ganze Zeit über gesagt, dass ich einfach nicht stark bin, dass ich schwach bin, dass ich das nicht schaffe. Warum? Ich war neidisch auf andere Leute, die diese vermeintliche Willensstärke haben und ja, war einfach extrem wütend immer auf mich selber nach so einem Anfall. Und bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich hatte ständig eigentlich immer an einem gewissen Punkt diese Fressanfälle, wo ich mich extrem überfressen habe und am nächsten Morgen, wenn ich dann wach wurde, diese Wut auf mich war unfassbar groß und ja, es war sehr, sehr schwer für mich dann quasi wieder an diesen Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, jetzt einfach weitermachen. Und ich denke mal, du kennst das auch, wir haben dann so diese Downs und bestrafen uns, verurteilen uns und ich werde dir heute erklären, warum das Ganze überhaupt nicht deine Schuld ist und warum es komplett normal ist, dass du diesen Punkt hast, wo du einbrichst. Deswegen auch an dieser Stelle, wenn du gerade in irgendeiner Diät steckst und du hast diese Rückfälle, bitte hör auf, dir hier Vorwürfe zu machen, weil es ist nicht deine Schuld. Also, nochmal ganz kurz, bevor ich dir jetzt erkläre,
warum das Ganze nicht funktionieren kann, möchte ich auch hier nochmal einmal darüber sprechen, wie verrückt es eigentlich ist, dass wir eigentlich die ganze Zeit über den gleichen Weg gehen und immer wieder sehen, egal welche Diät wir machen, egal welche Pläne wir machen, egal wie sehr wir versuchen, diesen Frieden zu finden, dass wir immer an diesen Punkt kommen, wo wir halt rückfällig werden. Ja, und statt zu überlegen, warum das so ist, gehen wir einfach dahin und versuchen weiter durchzuziehen oder beginnen wieder eine neue Diät. Ja, ich weiß nicht, ob du, wenn du mir bei Instagram folgst, da habe ich auch schon häufig diesen Spruch gepostet, der heißt, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und auch hier spiegelt sich das einfach so extrem wider, wie verrückt es eigentlich ist, wie wir einfach agieren, dass wir eigentlich sehen, hier funktioniert was nicht und ich lerne auch diesen ja, vermeintlichen Rückschlag immer wieder kennen und trotzdem versuche ich die ganze Zeit über diesen gleichen Weg zu gehen. Und eins kann ich dir definitiv versprechen, diese Selbstkontrolle, die du dir da so wünschst, die hat absolut nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun oder irgendwelchen Genen oder vielleicht auch deine Kindheit. Ja, so viele sagen ja, dass generell Disziplin auch eine Frage von Erziehung ist zum Beispiel, aber das kann ich dir definitiv versprechen. In diesem Fall stimmt das definitiv nicht, weil Willenskraft ist wirklich messbar. Ja, du kannst dir das Ganze wirklich so vorstellen wie bei einer Batterie. Ja, und diese Batterie, die wird jeden Tag immer ein bisschen leerer. Und je häufiger du sie natürlich benutzt, desto leerer wird sie. Und diese Batterie ist für jeden Bereich in deinem Leben zuständig. Das heißt, es ist ganz egal, ob du dich jetzt morgens aus dem Bett quälen musst, ob du irgendwie deine Wut zurückhältst im Straßenverkehr oder ähnliches, ob du jeden Tag zu einer Arbeit gehst, die dir zum Beispiel nicht gefällt, ob du dich irgendwie zurückhalten musst, wenn jemand anders Pommes oder Süßigkeiten oder sonst was vor dir isst. Aber halt sogar, wenn du zum Beispiel den Gang zur Toilette hinausschiebst oder gezwungenermaßen Lächeln aufsetzt oder sonst was. All das bei diesen Themen, immer wenn du dich quasi zu etwas zwingen musst, dann geht ein Teil deiner Batterie, also wird einfach leerer. Und deine Batterie wird über den Tag hinüber immer und immer leerer. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt versuchst du über eine Diät oder versuchst über Pläne ganz, ganz viele Themen auf einmal, also drauf zu verzichten. Ja, nehmen wir mal an, du machst eine Diät, wo du komplett auf Kohlenhydrate verzichtest. Hier ist es dann ja so, dass du ganz, ganz oft am Tag über eine Situation hast, wo du dich zurückhalten musst. Sei es jetzt irgendwie bei dem Bäcker, an dem du vorbeiläufst, oder sei es, wenn du einem Kollegen zuschaust, wie er ein Brötchen isst, oder wenn du in der Kantine sitzt und eigentlich Lust auf Nudeln hast oder sonst was. Und bei jedem Mal, wo du jetzt quasi an dem Tag auf Kohlenhydrate verzichten musst, musst du immer wieder deine Batterie benutzen. Und jeden Tag und jedes Mal, wo du verzichtest, wird diese Batterie ein bisschen schmaler bzw. leerer. Und genau deswegen musst du dir überlegen, wie unfassbar viel Energie dir das Ganze jeden Tag zieht. Es sind übrigens Studien gemacht worden, dass ungefähr 200 Entscheidungen am Tag nur quasi, wo wir diese Batterie benutzen, ungefähr bei 200 liegt. Das heißt, wir müssen 200 Mal am Tag diese Batterie benutzen. So, und das ist ja auch alles gut und schön. Wir haben diese Batterie ja extra, um Energie aufbringen zu können. So, jetzt musst du dir aber vorstellen, dass diese Batterie quasi aufgeladen werden muss. So, und dafür muss ich ganz kurz ein bisschen das Gehirn erläutern. Und zwar hast du quasi drei Teile des Gehirns. Und zwar ist das einmal dein Hirnstamm. Und dein Reptiliengehirn und dieser Teil ist quasi für deine Urinstinkte zuständig, also sorgt auch fürs Überleben etc. Dann gibt es den zweiten Bereich, das ist einmal dein limbisches Gehirn und das ist für alle Emotionen zuständig. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, das ist der präfrontale Kortex und hier genau sitzt auch deine Willensstärke. So, und diese Willensstärke
muss aber gefüttert werden. Und du hast die einzige Möglichkeit, diesen präfrontalen Kortex quasi zu nähren über Glukose. So, und Glukose findest du fast in allen Nahrungsmitteln, die du deinem Körper zuführst. Und das ist quasi eine verschiedene Arten von Traubenzucker. Und diese Glukose, die wandert dann in deinen Blutkreislauf und betreibt dann Muskeln, Organe, dein Immunsystem etc. Das heißt, indirekt ist Glukose der Treibstoff für dein Gehirn. Ja, dazu müsste ich jetzt ein bisschen tiefer gehen. Der wird dann in einen chemischen Stoff umgewandelt und zu einem Neurotransmitter, weswegen quasi dein präfrontaler Kortex damit arbeiten kann. Es ist grundsätzlich aber auch relativ egal, wie genau das funktioniert. Wichtig ist, dass du verstehst, dass dieser Bereich, wo quasi deine Willensstärke sitzt, Glukose benötigt. So, und Glukose, wie gesagt, sitzt in allen möglichen Nahrungsmitteln drin. Und es gibt quasi verschiedene Arten von Glukose, wo ich gleich nochmal einmal drauf zu sprechen kommen werde. Also welche Art der Glukose dein Gehirn eigentlich braucht. Aber jetzt stell dir mal ganz kurz vor, wenn dein Gehirn quasi Lebensmittel benötigt, übertragen und ganz vereinfacht gesagt jetzt, um überhaupt diese Willensstärke aufzubauen und jedes Mal zu erneuern, und du deinem Körper aber, beziehungsweise deinem Gehirn aber eigentlich genau diese Lebensmittel verwehrst, hat dein Gehirn sozusagen keinen Treibstoff. Und wenn deine Batterie quasi leerer und leerer und leerer wird, du die aber nicht auffüllst und genau das Gegenteil eigentlich machst, indem du weiter die ganze Zeit versuchst, über reine Willenskraft diese ganzen Lebensmittel aus deinem Leben zu verbannen und darauf zu verzichten. Du merkst schon, das Ganze ist ein Kreislauf und kann einfach gar nicht funktionieren. Ich möchte dir ganz kurz ein kleines Experiment vorstellen, was da gemacht wurde, was ich super finde, um das Ganze einfach zu verdeutlichen. Und zwar sind da zwei Gruppen eingeteilt worden und beide Gruppen bekamen Cookies und Radieschen. Und nur eine Gruppe durfte die Cookies essen und die anderen, die durften halt nur diese Radieschen essen und mussten dabei quasi parallel diesen Cookies widerstehen. Und im Anschluss haben diese beiden Gruppen ein unlösbares Puzzle nochmal gestellt bekommen. Und die eine Gruppe, die zuvor die Cookies essen durften, die haben durchschnittlich erst nach 20 Minuten aufgehört, während die andere Gruppe schon einfach nach 8 Minuten aufgehört hat. Ja, daran siehst du zum einmal die Glukose, die sie dazu genommen haben, weil das ist ein schnell verwertbares, das ist schnell verwertbare Glukose, was aber auch nicht gut ist, worauf ich, wie gesagt, gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Aber sie haben ihrem Gehirn Glukose gegeben. Und zum anderen sind sie da schon in einem Punkt gewesen, wo sie verzichten müssen. Weswegen es danach einfach diese Batterie schon leerer ist als bei der anderen Gruppe. So, und du musst dir vorstellen, unser Gehirn ist ja ein unfassbar komplexes und intelligentes System. Das heißt, natürlich will unser Gehirn uns die ganze Zeit über schützen. Und wenn dieser Speicher an Glukose komplett leer wäre, also das heißt, wenn deine Batterie komplett leer wäre, dann würdest du eigentlich einfach komplett aufhören zu denken. Und das kann natürlich nicht funktionieren, sollte nicht funktionieren und deswegen versucht dein Gehirn natürlich dich zu schützen und hat einen sogenannten cleveren Sparmodus, sage ich mal, der einfach aktiv wird, sobald dein Energiehaushalt ein niedriges Level erreicht hat. Und wie gesagt, dieses niedrige Level, das wird sofort erreicht, wenn du deinem Körper halt nicht genug Glukose gibst. So, das heißt, dann schaltet dein Gehirn sozusagen auf Reserve und versucht quasi diese Batterie nicht noch leerer zu bekommen und dein Gehirn signalisiert zusätzlich, dass es eine Energiezufuhr benötigt. Das heißt, dein Gehirn sendet Hungersignale aus. Und also kurz gesagt ist die Folge, wenn du deinem Körper nicht genug Nahrungsmittel gibst, dass diese Batterie gar nicht wieder gefüllt werden kann, dann ist es einfach so, dass du in diesen Sparmodus kommst, dein Gehirn zum ersten einmal
Hungersignale aussendet und zum zweiten halt ja quasi auf Reserve schaltet. Ja, und das heißt, du fühlst dich jetzt auch sehr müde, ausgelaugt etc. So, und wenn du jetzt an diesem Punkt bist, ja, dann ist es unmöglich, dein eigenes Entscheidungszentrum und deine eigene Selbstkontrolle noch richtig zu benutzen. Und wie gesagt, du bist da in einem Modus drin, wo dein Körper bzw. dein Gehirn dich am Schützen ist. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendwie der Schokolade widerstehen möchtest, ja, das ist fast unmöglich. Es ist unfassbar schwer, weil, wie gesagt, deine Batterie ist bereits leer, dein Körper ist auf Sparmodus, dein Gehirn will dich schützen, sendet die Signale aus, isst was und du willst dich einfach wieder besser fühlen. Dein ganzer Körper agiert hier. Das bist nicht mehr alleine du, dass du mit deinem ganz normalen, rationalen Verstand jetzt entscheiden kannst, das will ich oder das will ich nicht. Dein Körper und dein Gehirn werden immer alles dafür tun, um dich quasi, ja, dein Überleben zu sichern. So, und das spiegelt, glaube ich, ganz, ganz klar diesen Kreislauf wider, weswegen das Ganze nicht funktionieren kann. So, das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt die ganze Zeit über Cookies essen sollst. Im Gegenteil. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz was zu dem Thema Glukose sagen. Glukose ist quasi in jeden Lebensmitteln, also in allen Lebensmitteln drin. Aber je nachdem, welches Lebensmittel du zu dir nimmst, desto schneller kann der Körper das quasi aufnehmen. Ja, das Ganze nennen wir auch glykämischen Index. Das kannst du gerne auch einfach mal googeln. Da findest du dann auch Listen, wo du genau sehen kannst, welche Lebensmittel welchen glykämischen Index haben. Und so ein Lebensmittel wie jetzt zum Beispiel ein Cookie hat einen hohen glykämischen Index. Das heißt, es ist ein ganz, ganz schneller Energieboom. Was aber halt auch nicht vorteilhaft ist, weil genauso schnell, wie du quasi wieder Energie bekommst, desto schneller fällt das Ganze auch wieder ab. Ja, und Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index sind zum Beispiel jegliches Fastfood, stärkehaltige Nahrungsmittel wie Weißbrot, Kartoffeln, weißer Reis, aber natürlich auch Süßigkeiten wie Schokolade und halt auch die Cookies, aber auch zuckerhaltige Getränke, Safte, Säfte, Cola etc. Und wenn du die zu dir nimmst, wie gesagt, bekommst du erstmal ganz viel Energie, ganz schnell auch. Ja, das kennst du bestimmt auch. Und dann fällst du halt in dieses Tief. Ein ganz schönes Beispiel, was ich auch immer gerne meinen Personal Trainer Kunden nenne, ist, wenn du mittags zum Beispiel in die Kantine gehst und du isst dein Mittagessen, was halt häufig leider in der Kantine auch nicht so toll ist, wo einfach viel Glukose, viel Zucker einfach enthalten ist, hast du danach einfach dieses extreme Tief. Ja, und für viele ist es leider schon normal geworden, dass wir danach irgendwie erstmal müde sind und dieses bekannte Mittagsloch haben. Aber das ist eigentlich nicht normal. Das ist genau diese Folge von den falschen Lebensmitteln. So, und die richtigen Lebensmittel wären halt in dem Fall Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index. Ja, das sind die meisten Gemüsesorten, Nüssen, Samen, Kerne, aber halt auch Fisch etc. Und das sind quasi Lebensmittel, die deinen Blutzuckerspiegel über einen langen Zeitraum gleichmäßig halten und deinem Körper und deinem Gehirn damit auch gleichmäßig lange Energie geben. Und um permanent Selbstkontrolle zu gewährleisten, ist es einfach unfassbar wichtig, also ausschlaggebend, regelmäßig und vorausschauend energieoptimiert zu essen. So, und um das Ganze jetzt einfach nochmal zusammenzufassen, was machst du bei einer Diät? Du machst genau das Gegenteil. Ja, du verwehrst deinem Körper genau diese Regelmäßigkeit, diese komplexen Lebensmittel auch und gibst ihm einfach nicht das, was er benötigt. So, und dann natürlich die Willensstärke aber aufbringen zu wollen, die gar nicht neu aufgeladen werden kann, weil du deinem Körper einfach zu wenig Glukose gibst, ist halt einfach schlichtweg unmöglich. Und wie gesagt, dadurch, dass du dann in diesen Zustand kommst, wo dein Körper bzw. dein Gehirn dich auch schützen möchte, bekommst du einfach automatisch diese Signale gesendet und fällst in diesen Kreislauf zurück, wo du einen Fressanfall hast und dein Körper und dein Gehirn sich quasi einfach die Glukose wiederholen. So, und das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, diese Willensstärke wieder zu laden. Das heißt,
nur über Glukose kannst du quasi diese Batterie wieder aufladen. Schlaf zum Beispiel ist natürlich auch wichtig für unseren Energiehaushalt, ist aber mehr so wie, während quasi Glukose dein Strom ist, sag ich mal, ist der Schlaf dein Ladegerät, sag ich mal. Also die Glukose ist zwingend notwendig. Du kannst nicht schlafen und dadurch deine Energie wiederbekommen, weil der Strom bringt dir halt auch nichts ohne Ladegerät, um dein Handy wieder aufzuladen. Das heißt, nur Schlaf ohne Glukose wird diese Batterie nicht wieder aufladen. So, und um dir eine Antwort darauf zu geben, was jetzt im Endeffekt die eigentliche Lösung ist, ist natürlich so wenig Willenskraft am Tag über überhaupt nötig zu haben und zum anderen die Batterie immer aufgeladen zu haben, um sie wirklich effektiv nutzen zu können für ja die Themen, die wirklich wichtig sind. Weil das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, da diese Batterie natürlich für alle Bereiche maßgeblich wichtig ist. Wenn du jetzt die ganze Zeit über halt auf alles Mögliche verzichtest, die Batterie halt gar nicht wieder auflädst, ist es einfach unmöglich, in anderen Bereichen noch eine große Willensstärke aufzubauen. Ja, Beispiel, du baust dir vielleicht gerade irgendwie ein Business auf oder bist am Studieren oder keine Ahnung, hast irgendwelche anderen Ziele. Es ist fast unmöglich, wenn das parallel zu machen, wenn du echt eine Diät machst. Ist einfach unmöglich. Warum, habe ich dir ja gerade erklärt. Das heißt, ja, die Lösung ist, deinem Gehirn, deinem Körper genug Lebensmittel zu geben mit einem niedrigen glykämischen Index, dass dein Energiehaushalt immer gewährleistet ist. Und statt die ganze Zeit über zu versuchen, das Ganze mit Willenskraft zu bearbeiten, wo deine Batterie halt immer leerer wird, solltest du versuchen, Gewohnheiten aufzubauen. Das heißt, auch das nochmal, um dir ein kleines Beispiel zu geben, denk mal daran, als du angefangen hast, Auto zu fahren, ja, wie sehr du überlegen musstest, ja, wann du irgendwie schaltest, wann du den Schulterblick machst und so weiter. Das hat dir auch sehr viel Energie am Anfang gezogen. Heute passiert das Ganze halt komplett unterbewusst. Und deswegen sollte das halt auch im Bereich Ernährung passieren. Solange du aber jetzt versuchst, über Diäten etwas zu verändern, bleibst du halt in diesem Kreislauf. Deswegen ist der richtige Weg, hier Ernährungsgewohnheiten aufzustellen, die dir am Anfang natürlich auch ein bisschen Willenskraft kosten, aber die du langfristig einfach in deinem Leben einbaust. Deswegen keine Diäten, sondern eine gesunde und langfristige regelmäßige Ernährung ist hier die Antwort, bis das Ganze wirklich zu einer Gewohnheit wird und quasi unterbewusst stattfindet. So, also wie du, glaube ich, jetzt verstanden hast, auch hier an dieser Stelle nur nochmal die eindringliche Bitte, hör auf mit Diäten, versuch wirklich einen liebevollen Umgang mit deiner Ernährung einfach aufzubauen, mit den Lebensmitteln. Schau, dass du dich ausgewogen und gesund ernährst, Lebensmittel zu dir nimmst, die dir etwas bringen, ja, die dir Energie liefern, wofür Essen halt eigentlich auch mal da war und nicht nur als reines Genussmittel. Beschäftige dich mal ein bisschen damit, wie eine gesunde Ernährung wirklich funktioniert und versuch dir Gewohnheiten aufzubauen. Ich weiß, am Anfang ist das auch schwierig. Ja, wie gesagt, auch da wirst du am Anfang Willenskraft benötigen. Aber der große Unterschied ist hierbei, dass du deine Energie immer wieder neu lädst. Ja, immer wieder diese Batterie auflädst. So, und auch hierzu, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne auch auf Instagram. Ja, mein Instagram-Name ist wie immer in den Shownotes markiert. Und dann freue ich mich auch gerne hier an dieser Stelle natürlich nochmal über eine kleine Bewertung. Und dann würde ich sagen, lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Schreib mir, sag mir, was du aus dieser Folge gelernt hast. Sag mir, wie du das Ganze empfindest. Vielleicht dort ist bestimmt auch den einen oder anderen Aha-Moment. Ich hoffe auch schon bei der letzten Folge. Und hör auf, diesen Weg zu gehen über die Diäten. Und nur so können wir Step by Step aus diesem Kreislauf raus. So, und in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Sonntag noch und wir hören uns nächste Woche.
zur nächsten Folge.